So Leute, es geht schon weiter mit Let's Play Infamous. Ich bin es, euer MC Muffix. Ja, im letzten Part waren wir wieder in unserem Lieblingsbezirk unterwegs, nämlich erst im historischen Viertel, dann unserem Zweitlieblingsviertel, dem wunderschönen Warren und natürlich dann im natürlich noch im unbeliebten Neonviertel. Ja, überall haben wir ein paar Giftballons alle gemacht, die Gift verbreitet haben, was wir schon kennen von Sascha, was wir ganz am Anfang schon abbekommen haben. Und ja, die Ballons haben wir zerstört, also nicht zerstört, wir haben sie ins Universum raufgehauen, das heißt, sie sind keine Gefahr mehr für jemanden hier auf der Erde. Und ja, jetzt schauen wir mal, was das nächste so auf uns zukommt. Langsam, glaube ich, geht es darum, hier die Strahlenkugel zurückzuholen. Ich habe uns einen alten Polizeihelikopter mit Überwachungsgeräten besorgt. Damit müssten wir die Strahlenkugel finden. 43 Sekunden. Und das soll funktionieren? Ich habe Kessler monatelang verfolgt, seine Notizen kopiert. Mit den Geräten im Heli und ihnen neben mir, klar, da finden wir sie. Kommen Sie zum alten Ashford-Gebäude im historischen Viertel. 16 Sekunden. Bin unterwegs. So, jetzt können wir erstmal unseren ganzen Weg hier wieder zurückgehen hier. Wieder durch alle Viertel. Und ja, wir müssen jetzt hier uns die Strahlenkugel holen. Ja. Die Mission, die kenne ich jetzt auch noch, das ist eine sehr schwere Mission und ja, ich glaube danach kommt sogar nur noch die finale Mission, aber ich bin mir gerade nicht sicher, aber wir werden das sicher gleich erfahren. Aber schauen wir mal, was jetzt erstmal so passieren wird. Die Strahlenkugel, ob wir sie jetzt wirklich hier mal in die Hände bekommen oder es so enden wird wie beim letzten Mal, ihr erinnert euch sicher noch, als Sieg uns verkauft hat und ja, er ein Held werden wollte und am Ende war er dann der Depp vom Dienst, der uns verkauft hat, wegen ihm ist Trish dort, wegen ihm. Hat Kessler die Strahlenkugel und alles ist scheiße. Kurz gesagt, glaube ich, kann man so alle Geschehnisse erzählen. Egal, was wir machen, am Ende ist alles scheiße. Naja, egal. So, jetzt müssen wir erstmal wieder eine Brücke finden und uns hier wieder nach Warndart rüberkämpfen. Dann erstmal wieder ins historische Viertel. Und dann sollten wir irgendwann mal bei John ankommen und dann mit einem Polizeihelikopter. Das ist immer ein etwas. Kann ich hier? Ja, ich sollte doch da, oder? Bitte. Juhu! Glück ab. So, können wir hier wunderschön Induktionsgleiten. Und ja, jetzt sind wir hier wieder wunderschön in den Ruinen. Och, jetzt sind wir doch schon im... wir sind jetzt schon im historischen Viertel. Ach, das ist ja cool. Stimmt, da gab es auch eine Verbindung vom Neonviertel zum historischen Viertel. Ach, ihr erinnert euch sicher noch, hier der wunderschöne Ort. Ach, die allererste Mission. Genau hier war das alles. Ach, das waren noch schöne Zeiten. Kleine Bomben, die explodiert sind, alle waren tot. Das waren nur schöne Seiten. nicht ganz. Naja, so. Wo ist jetzt hier mein kleiner Freund, der Johnny White? Oder Barry White? Ey, wenn der Barry White heißen würde, dann wäre das viel cool. Dann würde er einfach hier die Gegner mit der Macht der Musik. Er würde hier dann einfach weghauen. Soul. Ja, hätten die alle hier Soul, dann würden die uns auch nicht angreifen. Dann hätte niemand Grund. Ich stelle mir gerade Kessler vor, wie er so irgendwie so tanzt, so Barry White mäßig. Glaube ich ja nicht so gut. So, wir lassen uns natürlich fahren, da wir ein Held sind, haben wir natürlich auch unser eigenes Privatauto. Dankeschön, Alfred, fürs Mitnehmen. Und jetzt können wir hier auf das Dach gehen und können wir jetzt hier mit der Mission anfangen. Eine sehr schwere Mission wird jetzt auf uns zukommen, aber ganz ehrlich, jede Mission in letzter Zeit ist eigentlich knüppelschwer, muss man wirklich so sagen. Aber die hat es echt in sich. An die habe ich echt schlimme Erinnerungen. Aber schauen wir mal, was jetzt so kommt. Hey, einsteigen! Hinten im Heli ist ein Generator. Damit erhält die Plattform Strom. Nette Ausrüstung haben Sie hier. Kessler hat einen mobilen Störsender auf jeder Insel platziert. Und die Mistdinger sind getarnt. Sie überdecken die Frequenz der Strahlenkugel. Darum findet sie niemand. Die Schüsseln unten an der Plattform sollen die Störsender orten. Wenn ich einen finde, gebe ich ihnen die Position. Dann können sie ihn zerstören. Ja, wir müssen jetzt hier aber erstmal den Helikopter bewachen, dass das auch nicht so leicht ist. Ich sage, Timing ist alles. Versetzt Kessler die Störsender und wir sind wieder bei Null. Verstanden. Ja, wir verlassen ihn hier schon nicht nur auf Befehl. Und das war genau das, was ich gemeint habe. Wenn wir die Störsender anpeilen, müssen wir dicht am Boden und darum sehr vorsichtig sein. Sobald wir den Standort haben, können wir Gas geben. Keine Angst. Ich passe auf, dass uns niemand fehlt.
Das ist genau ein wenig nervig an dieser Mission. Das ist jetzt sehr schwer, den Helikopter zu bewachen. Und natürlich, wenn hier eine RPG auf uns drauf liegt, haben wir natürlich auch das Problem, dass wir meistens sofort von der Plattform weggehauen werden. Und wenn wir von der Plattform gehen, wenn Jonas uns nicht sagt, dann ist die Mission erstmal gleich vorbei. Und da kommt gleich wieder jemand mit der RPG. Vorbereitet müssen wir sein. So. Die hat gesessen. Hat die? Na, die hat ja gar keine Wüste. Ich habe gedacht, die hat jetzt hier die Hälfte weggehauen. Schade. So, komm. Nein. Ich hoffe, ich konnte die weghauen. So, komm. So, das hat ihn aber jetzt hier erstmal getroffen. So. Da hinten ist einer. Komm, down. Yes. So, es läuft ja eigentlich. Ich frage mich, ob wir einen Blitz machen können. Ich will es aber gerade nicht testen, denn ich habe irgendwie Angst, wenn ich jetzt hier mein Blitzgewitter drauf haue, dass ich dann auf einmal den Heli hier weghaue. Das wäre irgendwie nicht so gut. Okay, aber bei dieser Mission muss man wirklich aufpassen. Die ist wirklich sehr schwer und ich habe keine Lust, weil die Checkpoints sind in dieser Mission wirklich, sagen wir mal, gelinde gesagt, scheiße gelegt. Ich sag zu oft scheiße in diesem Part. Entschuldigung dafür. Aber es ist wirklich sehr nervig, weil die Checkpoints meist sehr weit auseinander sind. Und wenn ich habe jetzt hier wirklich keine Lust, eine Mission zu verkacken und dann die Hälfte der Mission gleich nochmal neu zu machen. So. Aber bis jetzt haben wir noch keine RPG abbekommen, was immer ein etwas ist. So. Gut. Aber wir müssen immer wachsam sein. Ich teste jetzt kurz mal hier meinen Blitz. Genau das habe ich mir gedacht. Super. Wunderschön meinen Blitz draufgehauen. Und natürlich bekommen wir dadurch Schaden. Das ist natürlich sehr gut. Das heißt, wir werden den Blitz natürlich nicht mehr machen. So. Ja, aber es ist halt unsere beste Waffe an sich. Das ist halt das Blöde daran. Ah, unsere beste Waffe fällt jetzt schon mal weg, okay. Ah, verdammt, die hat, glaube ich, gesessen. Ach, die setzen alle. Blöd ist halt, hier am Anfang sind sie halt immer noch alle auf einem Dach. Jetzt sind sie aber alle auf verschiedenen Dächern. Jetzt ist es viel schwerer hier. Ist irgendwie... Nein! Okay, ich habe den ersten Störsender runter und zerstört. Ich bin... Okay, ich habe den ersten Störsender runter und zerstören Sie ihn. Oh... Oh, Glück gehabt. Ich bin genau am Checkpoint gestorben. Oh, Glück gehabt. Weil ich hatte jetzt echt Angst, dass wenn ich jetzt hier sterbe, dass ich die ganze Mission nochmal neu mache. Aber ich bin genau bei dem Checkpoint gestorben halt, dass wir jetzt hier abspringen mussten. Oh, Glück gehabt. Ey, immer bin ich so schlecht. Also ich bin schon scheiße in Spielen, aber immer bin ich so scheiße, dass ich immer bei den Checkpoints sterbe. Das gefällt mir. Irgendwie muss man ja manchmal Glück haben, gell? Manche Leute haben Skill, ich habe halt Glück. Manchmal mehr, manchmal weniger. Boah, Entschuldigung, musste niesen. Bin ein wenig erkältet, ich weiß nicht, ob man das so hört, aber ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Zumindest musste ich niesen, tut mir leid dafür. Aber ich glaube, das hält uns jetzt hier nicht davon auf, die Bösen... Was sind sie eigentlich erst geworden wahrscheinlich? Oh, das hält uns davon auf, diese Drecksdrohnen. Ihr seht... Es ist so geil. Immer nicht, ich springe aber nur runter und bin eigentlich schon tot. So. Wenn ihr unfair kämpft, dann kämpfen wir unfairer. So. Oder das bringt uns immer noch nichts, aber egal. So, komm. Verdammt. Komm, ich hab's. Der Shotgun, Heini, mein guter Freund. Die Gegner kennt ihr hoffentlich noch. Diese schönen Gegner, die sich unsichtbar machen können, haben wir leider nicht so viel Kontakt gehabt. Was haben wir leider, glücklicherweise haben wir noch nicht so viel mit denen Kontakt gehabt. Nur einmal eigentlich in dieser Mission, da wo Trish gestorben ist. Die können sich halt unsichtbar machen und haben eine Pumpgun, und wenn sie uns damit einmal treffen, dann sind wir eigentlich schon im grauen Bereich, was natürlich sehr fair ist. Und da sie unsichtbar sich machen können, heißt das natürlich, dass wir sie auch nicht sehen, wenn sie da mit der Pumpgun hinter uns stehen. So, machen wir jetzt hier erstmal einen Blitz und klein. Diese Drecksdrohnenviecher! Ich glaube, man sieht langsam, warum ich die abgrundtief hasse und warum ich diese Mission auch hasse. Es ist halt eine unglaublich schwere Mission. Allein den Heli zu bewachen ist schon schwer, aber runterzukommen, das ist auch nicht so das Wahre. Schaut euch das an, was hier an Gegnern aufgeboten wird. Und natürlich haben alle RPGs. Und natürlich, ja. Darf ich eigentlich mal... Darf ich irgendwie mal... Nein, nee, Entschuldigung. Ich habe gerade irgendwie gedacht, dass ich eine Chance bekomme, oder? Nee, warum denn auch? Warum denn auch? Chancen. Ach, wer braucht Chancen? Komm, ein Chancentod ist viel lustiger. Genau das meine ich. Da kommt der RPG-Schütze wieder. Komm. So. Der ist down. Oh. Und dabei sind es eigentlich gar nicht so viel Gegner. Das sind da. Da. Da ist er. Der Dreckskondit. Das war's. Dieser Dreckskondit. Ich hasse ihn. Mit seiner blöden Pumpgun. Unsichtbar macht er sich da einfach. Spawnt hinter uns und wir sind einfach mal instant tot. Ohne irgendwie die geringste Chance zu haben.
Ey, Mann, ich hasse diese Mission. Ich hasse sie so abgrundlich. So, neuer Plan. Ganz neuer Plan. Ganz neuer Plan. Ah, nee, eigentlich der alte Plan, den wir eigentlich immer bei uns gemacht haben, der immer so schön geklappt hat. Wir campen, Punkt, Ende, aus. Wie lange ist der Part eigentlich schon wieder? Ich habe keine Ahnung, da ich niesen musste. So, ist mir auch wurscht, machen wir halt Stundenpart oder so. So, jetzt habe ich auf den Heli geschossen. Jetzt fliegen einfach mal 100 Granaten auf mich, wo ich keine Chance habe auszuweichen. Nirgendwo ist Strom. Ey, Leute, ist das... Das war's. So, das war's dann wieder. Jedes Mal... Das Schlimmste ist, er kann halt auch fliegen, wie es aussieht. Jakobs Minigun, bringt mir auch nichts, wenn ich da nicht hinkomme. Ich hasse diesen Content einfach, weil er einfach unfair ist. Ganz ehrlich, auf einmal kann er jetzt auch noch fliegen. Ihr habt ja gesehen, er ist einfach auf dem Dach gewesen. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Ich meine, die Drohnen und die normalen Gegner wären schon alleine schon eine super große Erfahrung. Aber diese hässlichen Pumpgun eigentlich. Ich meine, man bekommt immer einen Schuss ab, wenn die allein schon da sind, weil du kannst halt, du weißt ja nicht, wann er kommt. Und das heißt, du bekommst einen Schuss ab. Wenn du Glück hast, bist du dann nur im grauen Bereich hast. Wenn du Pech hast, bist du dann gleich mal instant tot. Ja, das ist natürlich die sind nicht ganz so fair an diesem Spiel. Oh, ey, gegen Ende des Spiels, dieses Spiel ist einfach so hart. So, ja, komm, nerv mich nicht. Ich habe größere Probleme als dich. So. Ich habe jetzt eine Idee. Sollte der jetzt nochmal kommen. Dann hau ich zwar meine Superwaffe raus, aber... Ja, klar. Ey, das war ja gerade eine sehr faire Aktion. Ich weiß nicht, von wo es kommt, aber es explodiert dann. So, da. Das habe ich gemeint. So, jetzt die Geheimwaffe. Jetzt! Ich krieg die Krise. Ja, halt. Oh, ich reg mich gerade echt richtig auf. Ihr habt es gesehen. Nicht die geringste Chance hatte ich auszuweichen. Ich habe einen RPG-Schuss abbekommen, den ich nicht abwehren konnte, weil die RPG einfach zu nah war. Dann kommt der Pumpgunheim natürlich genau in diese Situation, bekomme eine ab. Dann wollte ich meine, ihr seht ja, Kamerüberlastung machen. Und irgendwie ist es einfach nicht gekommen. Ich konnte es einfach nicht einsetzen. Was natürlich schon wieder sehr, sehr hier die Qualität des Spiels ist. Ach, egal. Komm, nicht aufregen. Alles ist gut. Ich freue mich, dass ich dieses wunderschöne Spiel mir ausgesucht habe zum Let's Playen. Und ja, und ach, komm, ist doch alles so wurscht. Okay, komm. Stärkste Emotion ist immer noch Hass. Und ich habe gerade unglaublich Hass auf die hier. Oder Liebe. Ja, Liebe. Liebe dazu, wenn ich das Spiel durch habe. So, weg. Weg. So, aufpassen auf den Pumpgun-Heini. Der wird halt gleich wieder kommen, wenn ich irgendeinen Schlag abbekomme. So, da ist der RPG-Schütze, klar. Erledigt. Boah, ihr seht auch, die Gegner sind da so stark, dass ihr das Spiel schon kapiert, dass wir schon unglaublich viel Erfahrung dafür bekommen müssen. So. So, da ist er. Ich hab ihn gesehen. Der war da. Ich hab seine Silhouette gesehen. Scheiße, das bringt mir aber trotzdem nichts. Ich kann auch nicht aufs Dach gehen, weil es bringt mir komplett nichts, weil der wird ja trotzdem oben hinkommen. Und wenn dieser blöde RPG-Schuss halt mal weg wäre, dann könnte ich jemanden mal hier frei agieren, aber geht ja nicht weg. Oh, ey, Mann, dieser Pumpkin, er nervt mich so unglaublich, weil anstatt, dass er jetzt irgendwann mal kommt, jetzt wo ich immer eine Chance habe, irgendwie auf ihn zu reagieren, da kommt er natürlich nicht. Jetzt kommt der RPG-Schuss wieder. Und wenn ich jetzt eine Sekunde stillstehe, jetzt kommt er, haut mich weg, ich bekomme eine RPG ab und das war's dann wieder. Das meine ich. Ihr habt das gesehen. So, aber jetzt ist dieser Drecks-Connet weg. Und ich kotze auf seine Leiche. Ehrlich mal. Komm, Killing, Töten, Exekution. Oh. So. Mission geschafft. Oh. Und das war jetzt der Anfang. Ich glaube, das müssen wir dreimal oder so machen. Ey, ich hasse die. Okay, da ist der Störsender. Er ist natürlich schön unsichtbar. So. Oh, ich hasse diese Mission, aber egal. Wir haben es fürs erste Mal geschafft. Okay, gut. Wenn ich mich jetzt hier nicht verirre, tut mir leid. So, ich muss kurz mal auf die Uhr schauen. 5 Minuten haben wir noch Zeit, gut. Ah, ich weiß, vollkommen verplant. Aber dieser Nisa erst, dann dieser blöde Conway, der sich unsichtbar macht. Kann ich hasse die. Ah, die und die Drohnen, das sind die schlimmsten Gegner in diesem Spiel. Die sind einfach so unglaublich unfair.
Beide können sich unsichtbar machen. Ich finde es halt fairer, wenn die einfach auf der Karte markiert werden, weil wenn sie halt dann nicht so stark wären, wenn das dann irgendwie Standardgegner wären, hätte ich das ja akzeptabel gefunden, aber dieser Pumpkin halt haupt mich halt immer mit seiner Schaufel erstmal gleich 5 Meter weg und ich kann mich nicht wehren, dann, und da muss nur ein publiker Gegner meistens noch draufschießen und das war's. Schön für dich. Und dazu müssen wir jetzt erstmal wieder auf den Heli aufpassen. Aber ich habe sie am Tag der Explosion verfolgt, um zu verhindern, dass sie das Paket öffnen. Wäre ich schneller gewesen, wären wir jetzt nicht hier. Was ist passiert? Hab sie an der roten Ampel verloren. Erstaunlich, oder? Eine rote Ampel und schon geschieht sowas. So, ey, aber wenn wir da nicht die danach nicht die Strahlenkugel haben, wenn wir danach nicht die Strahlenkugel haben, dann, glaube ich, dann wird der Cole erst richtig wütend. Und wenn er nicht richtig wütend wird, dann werde ich richtig wütend. Ich bin jetzt schon ehrlich gesagt richtig wütend. Besonders auf dich. Naja, man sieht es bis jetzt gut aus mit dem Heli. Den einzigen Schaden, den er bis jetzt gekommen haben, war der Blitz. Und den haben wir selber auf ihn draufgehauen. So. Es ist anstrengend, diese Mission. Okay, gut. Jetzt können wir uns ja immer kurz hier mal entspannen. Ja, gut, ich strecke mich auch gerade. Er streckt sich auch gerade. Ja, wir haben schon so eine innere Verbindung. Was weiß ich? Dann überlegen Sie sich mal lieber was. Sie glauben doch wohl nicht, dass die jemand so mächtiges wie Sie frei herumlaufen lassen? Danke. Aber darum mache ich mir keine Sorgen. Sie sollten sich aber Sorgen machen. Die werden doch garantiert versuchen, eine neue Strahlenkugel zu bauen. Ich habe Ihnen Kopien jeder Skizze gegeben, die ich gefunden habe. Selbst wenn das scheitert, haben Sie sie. Ihre eigene Massenvernichtungswaffe. Schätze, man wird sie fangen und einsperren. Und nur rauslassen, wenn sie jemanden auslöschen sollen. Wenigstens bin ich zu etwas gut. Ne? Und Cole hat seine Rolle also im Leben gefunden. Sehr schön. So, wo sind wir jetzt eigentlich? Jetzt sind wir im Neonviertel, oder? Ne, jetzt sind wir im historischen Viertel. Oder? Ne, ja, stimmt schon. Im Neonviertel sind wir schon. Juhu, Störsender. Ich freue mich. Yeah. Jetzt kann ich mich wieder mit meinen guten Freunden, den Conduits und den Erstgeborenen. Und eigentlich sind sie ja teilweise die gleichen. Und warum überlebt er 2 Präzisionsschüsse? Rumschlagen. So. Okay. Nein, keine Zeit hier, um zu trauern. Wir gehen jetzt erstmal hier ganz schnell rüber. Versuchen das zu überleben. So. Schön der RPG ausgewichen. Den hauen wir jetzt erstmal vom Dach. Das sollte reichen. So. Oder vom Dach werfen, das ist schön gemacht. Okay, gut. Aufpassen auf so einen Pumpkinhain. Wenn der wiederkommt, dann war es das erstmal wieder von mir. Das Schlimme. Nein, okay. Aber ich sehe keine von den Drohnen. Ich glaube, ja. Da schießt eine Granate auf mich, keine von den Drohnen. Ja, sehr intelligent. So. Okay, hier war doch gerade ein Stromkasten, habe ich doch gesehen. So. Runter gehe ich lieber noch nicht. Aber was mir gerade aufgefallen ist, wenn ich das richtig sehe, können die Drohnen nicht hochfliegen. Das ist natürlich eine interessante Sache an sich. Komm, wollt ihr nicht dahin gehen? Ja, danke schön. Der ist cool. Der geht einfach wunderschön zu dem explosiven Ding. Okay, ich werde erstmal die Gegner von hier oben ausschalten. Hier können wir das immerhin. Und dann runtergehen, weil ich wette, da werden noch ein paar Conduits auf uns warten. Entweder die Unsichtbaren oder einer von diesen riesigen rosa Dingern da. So. Also nicht, was ihr jetzt denkt, irgendwie riesiges rosa Ding. Ach Gott. Anscheinend bin ich wieder gut gelaunt. Mit sowas kann man mich aufmuntern. Ein riesiges rosa Ding. So. Hier sollte das Ding sein und wie wenn ein Pumpkin Heini kommt. Oh, da war er! Da war er! Da war er! Oh, da wollte er mich töten! Da wollte er mich töten! Wie putzig! Wie putzig! Da wollte er mich töten! Ist er nicht süß, der kleine Gegner hier? Oder ist er, da lebt sogar noch ein anderer. Ey, fair! Fair! Spawnt! Ey, erst ist er unten und 2 Sekunden später ist er einfach oben. Klar. Ich muss aufpassen. So, komm. Ich hätte ihn so gerne absorbiert. Oh, ey, diese Pumpkin. Sie sind halt unglaublich unfair, weil sie sich halt auch unglaublich frei bewegen können. Und ich benutze viel zu oft unglaublich, aber es ist einfach unglaublich, was die drauf haben. Ich meine, der kann einfach so auf das Dach kommen. Einfach so. In einer Sekunde. Einfach so, bupp, ist er da. Aber ihr habt es gesehen, das war so ein schöner Moment. Einfach kommt da der kleine Pumpkin-Heini, will mich abschießen und dann bekommt er meinen Elektroschlag. Boah.
So Leute, aber bevor ich mich jetzt weiter in dieser blöden Mission aufrege, brauche ich erstmal 2 Minuten Pause. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Davor tun wir mal hier noch Fähigkeiten verteilen. Kommen wir den Megawatt-Hammer. Ach, uns fehlen noch knapp 800 Punkte. Die holen wir uns noch und dann haben wir alle wichtigen Fähigkeiten, würde ich sagen, ausgelöst. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Damsimofix, haut rein und ciao.